Hallo liebe Leichtathletik-Fans, heute geht es um kein Talent im Advent, sondern eher um eine Danksagung. Ich möchte mich beim Internat des Pierre-de-Coubertin-Gymnasiums bedanken, speziell bei Frau Schulz und bei Frau Vogt, die Internatsleitung, die für uns Leichtathletikverband viele Sachen möglich macht. Dafür ein Dankeschön, ein weiteres Dankeschön an die unkomplizierte Zusammenarbeit. Immer wenn Probleme angefallen sind, haben sie sich direkt an mich gewendet. In der Funktion als Sichtungstrainer fühle ich mich verantwortlich für die Sportler im Internat und auch in der Schule. Es hat super geklappt, wir konnten viele Probleme im kleinen Rahmen lösen. Dafür ein Dankeschön. Ein weiterer Dank geht an die Erzieher im Internat. Die Sportler sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, wir Trainer ebenfalls. Dass es immer mal Reibungspunkte gibt, ist ganz normal. Ich habe selber in meiner Jugend im Internat gelebt. Ich kann das gut nachvollziehen. Ein Dankeschön dafür. Und ich habe noch zwei Sportler mitgebracht. Auf der linken Seite die Mara Lehrmann, auf der rechten Seite der Tim Knauf. Die möchten auch noch ein, zwei Sätze sagen. Ja, also ich möchte mich auch nochmal im Namen der zweiten Etage bei unseren Erziehern Frau Miete und Frau Hübner bedanken, dass sie immer ein offenes Ohr haben, dass es in der Corona-Zeit alles so gut geklappt hat und dass sie sich auch immer Sachen einfallen lassen, die sie mit uns unternehmen können. Ja, und ich will mich auch nochmal bei der ersten Etage bedanken, bei Frau Nischke und Herr Janzig. Ich bin froh, dass wir alle das Jahr gut überstanden haben und wünsche weiterhin allen viel Glück und Erfolg. Super. In diesem Sinne, allen ein frohes Weihnachtsfest. Ciao.